Ich hatte wirklich die letzten Wochen kalten Schweiß auf der Stirn. Meine Hände waren schwitzig, was sie normalerweise nie sind. Und ich hatte so eine innere Unruhe in mir. Und das lag einfach daran, dass ich wusste, dass pünktlich am 10. August ist es wieder soweit, dass ich endlich wieder Thomas Wagner hören kann. Und das ist so, so gut. Das ist so, so gut. Es tut so gut. Vor allen Dingen deshalb, weil der Lieblingsverein, der HSV, die strahlende große Marke, hat 1:0 in einem Testspiel gegen Hansa Rostock gewonnen. Das ist doch was, Thomas, oder? Ich meine, besser kann der 10. August nicht starten eigentlich. Also ich glaube, wir haben jetzt in der Tat in der Woche größere Themen im internationalen Fußball als den Sieg des HSV im ersten Testspiel. Warte. Ich habe gehört, es war ein Sommerkick, aber wir haben zu null gespielt. Und ich habe es ja schon mal gesagt, man muss auch jetzt realistisch sein. Wir sind ein normaler Zweitligist. Und als normaler Zweitligist spielt man gegen den Sechsten der dritten Liga im ersten Spiel, tut man sich schwer und gewinnt 1-0. Also alles zufrieden, du kannst den Ironiemodus noch abstellen. Aber Nee, übrigens, schön dich zu hören, lieber Mike. na Mann, ey, das wollte ich noch hören. Und vor allen Dingen, weißt du, warum ich das sage? Unter anderem, weil wir sind jetzt bei den Fans, bei den Abonnementen, sind wir bei über 50.000 und dafür muss man einfach mal Danke sagen. Und das Tolle ist, dass man ab und zu, so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, im Bekanntenkreis, hört man dann tatsächlich, wer alles diesen Podcast hört. Und es gibt einen Fan, und den kennst du das früher noch, als wir beim Radio gearbeitet haben, wir, als wir noch sehr, sehr jung waren, da gab es immer Leute, die gesagt haben, und ich grüße alle, die mich kennen. Genau, Kennst du das? genau. Ja, Ja, so, ne? klar, natürlich. Und Darf ich nur jemanden grüßen? ja, doch, jemand grüßen und ich werde jetzt diesen Podcast missbrauchen und einfach Theo grüßen. Theo ist 11 Jahre alt und ist einer unserer jüngsten Fans und hört jede Podcast-Ausgabe. Ist das Toll. krass? Ja, find ich super. Vor allen Dingen, wie alt ist er? 10, hast du gesagt? Nein, er ist 11 und er ist Okay. HSV-Fan. Das verbindet. Geil, geil. Theo, Ja. pass auf, Theo. Also so alt wie du, hat der HSV den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Das ist der Vorgänger der Champions League. Kurz davor auch den Europapokal der Pokalsieger. Lass dich nicht ärgern. Du kannst einfach immer sagen, es gibt nur drei deutsche Teams, die den allergrößten Europapokal gewonnen haben. Die Bayern natürlich, der BVB natürlich und der HSV. Das darfst du immer sagen. So, und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr so dicke schon seid miteinander, ja, und man heutzutage HSV-Fan ist, dann braucht Theo ist man vor mein allen Dingen, Bro. Theo dann ist mein ist Bro. ein Bro, dann braucht man vor allen Dingen aber eins, wenn man HSV-Fan ist, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleiss und Thomas Wagner. Ich bin noch nicht fertig mit dem HSV, lieber Thomas. Ich bin noch nicht fertig. Du weißt, dass ich einen HSV mag, genauso wie den ersten FC Köln. Aber pass auf, ich stelle dich wieder auf die Probe, weil ich ein tolles Interview gelesen habe im Hamburger Abendblatt. Und zwar über einen Menschen, der folgendes Zitat losgelassen hat: Ich möchte nicht wie ein Ewiggestriger klingen, aber manches kann ich schwer ertragen. Etwa die Einpeitsche auf dem Platz eine Stunde vor Spielbeginn oder der einstudierte Torjubel. Da setzt bei mir Fremdschämen ein. Von wem stammt dieses Also wenn du Zitat? sagst, du hast es im Hamburger Abendblatt gelesen, dann könnte es natürlich einer der altvorderen Recken sein. Da würde mir jetzt, also ich kenne das Zitat nicht, ich kann es aber unterschreiben und mir würde jetzt natürlich Horst Rubesch einfallen, weil er in Amt und Würden beim HSV ist. Es könnte aber auch Felix Magath sein, der ja, glaube ich, auch mal wieder im Sommer sich ins Gespräch gebracht hat. Ja, oder es könnte einer sein von den alten Recken wie Uli Stein oder Dietmar Jakobs. Boah. Und jetzt habe ich ihn. Es ist jemand ganz anderes, aber der ist mindestens genauso groß. Also eigentlich im Grunde genommen wird er in einer Reihe von wirklich den Netzer. Großen genannt. Also auch zu der Zeit, als Manny Kevin. Kals, Günter Netzer, Kevin Keegan, Wolfgang Klein. Ja, jetzt ist es, du bist sehr, sehr nah dran, aber genau in dieser Zeit war es Europapokal der Pokalsieger. Oh, Deutsche Fußballmannschaften. Rudi Kargus. Rudi Kargus? Rudi Kargus, eine der Ja. Legenden als Torhüter Pass und auf, da muss ich ganz kurz was nur zu erzählen, weil da kriege ich jetzt ja. schon wieder eine Gänsehaut. Siehste? Als Hermann Rieger, unser Kultmasseur, verabschiedet wurde, der hat ja ein Abschiedsspiel bekommen. Es waren über 20.000 Menschen da. Alle Spieler, die er jemals geknetet hat, waren da. Und meine Schwester und ich haben über einen guten Kontakt, über den Neffen von Hermann Rieger, meinem Vater das zum Geburtstag geschenkt. Also erst das Spiel und wir durften nachher auf die Players-Party danach. Und kein Witz, ich saß am Tisch zwischen Uli Stein und Rudi Kargus. Boah. Also auch für mich muss man natürlich sagen, also mehr geht ja eigentlich nicht als Null. HSV-Fan. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich darf so viel sagen. Es war ein so geiler Abend. Es gab Rotwein. Und Rudi Kargus ist ja ein begnadeter Maler. Der hat ja ein eigenes Atelier und sowas. Also das war ein hervorragender Abend und mein Vater schwärmt heute noch davon. Also so viel einfach nur ganz kurz am Rande.
Ja, und das ist ein Mensch, der hat sein, das war nämlich eben zu lesen, diese tollen Geschichte, hat sein Atelier auf dem Bauernhof zwischen Norderstedt und Quickborn, ganz oben in der Nähe von Hamburg. Und er unterzeichnet, also er signiert seine Werke grundsätzlich nicht. So, Punkt. Er ist sehr eigen geblieben und ich glaube, über ihn muss man, da könnte man ewig reden. Lass uns aber tatsächlich, also ich könnte wirklich ewig über ihn reden. Ich hab dieses Interview gelesen. Wer das noch lesen kann irgendwo in diesem Oldschool-Print-Formaten oder so, zieht es euch rein. Es gibt es auch online per Paid. Einfach mal das Geld investieren, Paid-Online-Journalismus zu unterstützen, ist sowieso per se immer eine geile Sache. Also lest euch das Ding durch, egal ob ihr HSV-Fan seid oder nicht, aber eine Torwart-Legende, einfach mal was zum Nachlesen. Ich mache jetzt knallhart Werbung fürs Hamburger Abendblatt. So weit ist es schon gekommen. So viel kann ich sagen. So, wir haben Champions League, mein Freund. Da ist einiges gebacken gewesen. Ja, da ist einiges gebacken, aber es kommt ja vor allen Dingen, der Höhepunkt kommt ja jetzt noch, ne? Also man muss ja sagen, bevor wir jetzt natürlich aufs Spiel der deutschen Mannschaften kommen, muss man sagen, Barcelona hat sich eigentlich doch relativ deutlich gegen Neapel durchgesetzt, hätte ich gar nicht so unbedingt erwartet. Die Bayern habe ich erwartet, dass sie sich klar gegen Chelsea durchsetzen. Beeindruckt hat mich wie Manchester City, weil zwischendurch fiel ja das 1-1 Real. Da hat man gedacht, City hat ja in den letzten Jahren echt in der Champions League viel vergeigt. Es hat mich überrascht, wie souverän sie es dann nach Hause gebracht haben. Und die große Überraschung, Juve gegen Lyon, Juve wieder raus. Das fand ich ganz interessant. Es gab vor, also bei einem Wettanbieter, hatte Juve eine Quote von 15-1, was ich relativ hoch finde für einen italienischen Abonnementmeister. Ich habe vier Namen habe ich getippt, persönlich, jeweils mit einem Fuffi, also mit einem Kumpel zusammen. Und wir haben auch auf Juve getippt und Juve ist schon raus. Man muss aber auch sagen, völlig verdient. Lyon hat das sehr, sehr diszipliniert gemacht. Und wenn du 36 Minuten Zeit hast für ein Tor noch und schaffst das nicht, dann muss man sagen, das war relativ wenig. Ich glaube, dass es Juve so ein bisschen zum Verhängnis wird. In der Liga hätte es hundertprozentig in der 94. Minute noch irgendeinen Elfmeter für Juve gegeben. Sie sind nicht so stark, wie es suggeriert, weil sie zu Hause immer Rekordmeister werden. Und trotz Ronaldo haben sie wieder die Champions League nicht gewonnen. Das muss man sich ja mal vorstellen. Die waren 9-mal im Finale und haben 7 Finals verloren und nur 2 gewonnen. Völlig ungewöhnlich für Juve. Rekordmeister hin oder her, 9. Titel am Stück, 35. insgesamt. Der AC Milan bleibt mit 7 Champions League-Titeln der erfolgreichste italienische Club und man hat ja reagiert. Sarri raus und Pirlo ist der neue Trainer. Der hat noch nie in der Herrenmannschaft trainiert. Was sagst du dazu? Ich könnte mir vorstellen, Andrea Pirlo mit diesem leicht melancholischen Blick, der den Ball so streicheln konnte, der Kunst und das Leben liebt, das ist eigentlich so ein Typ wie Mike Gleis. Ey, weißt du, und du bist so geil, genau so ist es nämlich. Ich trage meinen Bart so, wie ich ihn trage, nur wegen Andrea Pirlo. Das also wusste ich wirklich nicht, aber jetzt passt es. Geil. Absolut. Und weißt du warum? Also, das ist, er hat mal gesagt, und das finde ich sensationell, und zwar in seiner Biografie hat er geschrieben, ich habe ein bisschen etwas von einem wandernden Zigeuner auf dem Platz. Alles, was ich will, sind ein paar Quadratmeter, in denen ich selbst sein kann. Ein Raum, in dem ich mich zu meinem Bekenntnis bekennen kann, den Ball holen, ihn zu einem Mitspieler geben, Mitspieler trifft, man nennt es Assist, und es ist meine Art, Glück zu verbreiten. Wahnsinn, so. Ne? Oder? Das ist, verstehst du, das ist eigentlich die Rosamunde des Fußballs. Ich bin ja nun eine billige Kopie, sowohl was den Bart angeht, als auch was das Rosamunde-Dasein angeht. Also eigentlich ist es Andrea Pirlo. Und weißt du, was für mich vollendete Kunst im Fußball ist? Ja, sag, wenn du Andrea Pirlo siehst mit diesen hängenden Schultern, fast schon so mit diesem traurigen Blick, und dann dieses Genie, wenn er, wie gesagt, nur ein paar Quadratzentimeter hat. Und davor der kleine Wadenbeißer und Terrier mit dem offenen Visier Gattuso. Die zwei zusammen beim AC Milan. Das ist für mich die perfekte Komposition im Fußball. Ja, das ist, also Gattuso fand ich immer schon geil. Vor allen Dingen, erinnerst du dich, es gab einmal für Armani so eine Kampagne. Und da waren sie alle in diesen Anzügen. Und Gattuso passte da eigentlich gar nicht so richtig rein, weil klein und wahnsinnig kräftig. Ich weiß nicht, für den haben sie, glaube ich, eine Sondergröße irgendwie anfertigen müssen. Aber das war ja ein muskelbepackter, also ähnlich wie du, nur kleiner. Der hat sich übrigens seine Härte, hat er sich bei den Glasgow Rangers geholt. Der wurde ja ausgeliehen. Er kommt irgendwie aus der Nähe von Neapel, Salernitana oder sowas, glaube ich. Und dann haben sie den erstmal auf die Schotten losgelassen oder die Schotten auf ihn. Und danach war er abgehärtet. Boah, ey, du,
Puh, muss ich echt sagen an dieser Stelle. Das kannst du dich aber, für mich sind auch bei, weil wir waren ja eigentlich bei Pirlo, zwei Dinger sind so, habe ich so im Kopf. A, diese sensationelle Vorarbeit von ihm in der, keine Ahnung, 118. Minute in Dortmund im Halbfinale gegen Deutschland auf Grosso, wo er wirklich auf engstem Raum genau den Platz findet, den er braucht. Und 2012, glaube ich, Viertelfinale gegen die Engländer bei der Europameisterschaft, wo er diesen Panenka macht. Aber du glaubst, also er läuft so schleppend an, dass du glaubst, er schafft den Anlauf gar nicht mehr und lupft den dann da in die Mitte des Tores. Der ist so ultra cool. Ich weiß gar nicht, was der für einen Blutdruck hatte. Wahrscheinlich 80-60 in dem Moment, wenn er den Elfer schießt. Ich habe nur gehört, dass dieser Typ so viele Frauen hatte wie Michael mehr. Nein, es war wirklich, also dieser Mensch hat wirklich, also ein Lebemann pur gewesen und ist es immer noch, aber trotzdem ein genialer Fußballer. Und das war ja, das ist auch immer mein Vorbild gewesen eigentlich. Also kaum was machen und trotzdem gut sein und trotzdem irgendwie auch noch gut aussehen. Das ist ja das perfekte Paket. Und jetzt ist er auch noch Trainer von Juventus Turin. Was willst du eigentlich mehr? Also das ist so, weißt du, das ist so Hollywood, was ich gerne für die Bundesliga hätte. Da hast du dann FC Bayern, die gegen Chelsea 4-1 spielen, sehr gut gespielt und Lewandowski, der das ganze Spiel irgendwie platt gemacht hat. Aber sag du mal, fehlt uns nicht, also ich sag's ja, ich hab's ja gebetet schon fast in der letzten Saison, dass ich immer wieder gesagt habe, uns fehlt so ein bisschen der Glanz, das Große, das Schöne, das Schillernde, das, keine Ahnung. Jetzt hast du hier irgendwie so, und wir kommen ja gleich auf Herrn Hoeneß in Hoffenheim, du hast, also ich will die alle nicht schlecht reden, du hast einen Favre, den du sehr gerne magst und der mir immer die Post bringt, aber trotzdem irgendwie so ein Pirlo als Trainer von Juve oder das. Also sowas hätte ich auch gerne. Ich hätte gerne auch mal. So gut, jetzt hast du einen Horst Rubisch, der ist Nachwuchsleiter beim HSV. Fair mit 69 macht man, dass man da jemanden... Ja, Jugend, aber gut, der hat ja nun wirklich im Jugendfußball schon viele Erfolge vorzuweisen gehabt. Und er scheint ja, wie alle immer sagen, immer noch eine Ansprache zu treffen. Da finde ich, ist dann das Alter nicht entscheidend, sondern kannst du mit den Jugendlichen. Aber zu Pirlo und zur Ehrenrettung der Bundesliga müssen wir natürlich auch ganz klar sagen, Pirlo ist natürlich auch ein Jahrhundertfußballer und der wächst halt nicht auf dem Baum. Ich meine, wenn du dir, es gibt auch andere italienische Vereine, die haben zum Beispiel nach Trainer wie Sarri, der ja leider entlassen wurde, den ich auch irgendwie einen interessanten, kauzigen Typen finde, der da immer auf seinen Zigarettenstummeln rumkaut. Also ob der jetzt unbedingt so viel Glanz versprüht, das weiß ich jetzt nicht. Oder Conte, diesen Choleriker, den ich heute Abend in Düsseldorf sehen werde, bei Leverkusen gegen Inter. Also da weiß ich jetzt nicht, ob das... Aber lass uns einfach positiv drehen. Pirlo ist ein Genuss gewesen, ihn zu sehen. Und jetzt wird's interessant sein. Wie kommt der mit so einer Ansammlung von Superstars aus, die international zum neunten Mal in der Champions League gescheitert sind, ohne jede Trainererfahrung? Das wird sicherlich sehr interessant. Und du sagst, er hat eigentlich immer relativ wenig getan. Ich habe aber zum Beispiel auch gehört, obwohl er so ein Genie war, immer Sondertraining, Freistöße. Der hat ja diesen Aufzug geschossen, wo du dachtest, der steigt so in die Luft und fällt dann hinten runter. Auch da Sonderschichten immer gemacht, wie all die genialen Fußballer, wie früher Netzer, wie ein Ronaldo. Die sind halt nicht nur faul, das sieht bei denen nur so lässig aus auf dem Platz. Ja, absolut. Ja, das ist ja immer so bei den großen Fußballspielern immer so gewesen, als ob das sah immer lässig aus, nach wenig Arbeit, aber trotzdem haben sie geackert wie Tiere. Also. Aber lass uns doch jetzt einfach mal, jetzt ist ja dieses Viertelfinale ist ja komplett in der Champions League. Absolut. Und lass uns doch mal so die einzelnen Spiele vielleicht ein bisschen durchgehen und dann starten wir doch mal am Mittwoch, geht's nämlich los, mit dem Spiel Leipzig gegen Atletico. Ich sage, als ich die Auslosung gesehen habe, habe ich gedacht bei mir, boah, das ist für Leipzig mit das schwerste und bitterste Los, weil Atletico ist halt so eine richtig abgezockte Truppe. Voll. Und wenn Leipzig ja manchmal so ein bisschen was fehlt, dann sagt man ja, vielleicht fehlt denen noch einfach mal so diese Cleverness, diese Abgezocktheit, auch mal die Härte am Rande des Erlaubten, ohne Timo Werner. Jetzt habe ich heute Morgen gerade gelesen, es gibt zwei positive Tests bei Atletico. Man weiß jetzt nicht, ob das Spieler oder nur im Staff waren, also wer da ausfallen wird. Aber insgesamt würde ich sagen, ist Atletico für mich da der Favorit. Und für Atletico könnte diese Form des Turniers, also du hast keine Hin- und Rückspiele, sondern du hast nur drei Spiele jetzt bis zum Titel, eine Mannschaft, die sehr über die Physis kommt, wo man sich seit Jahren fragt, wie kriegt Simeone die eigentlich immer wieder hin, weil viele Spieler ja diesen kraftraubenden Stil auch schon seit Jahren betreiben und diese Enttäuschung von 2014 und von 2016 jeweils ganz bitter und unverdient das Finale verloren gegen
gegen Real. Wie passiert das? Da ist einfach die Frage, wie kriegen sie es hin? Ich sage trotzdem Atletico für mich der Favorit. Wie ist es bei dir? Ja, voll. Also ich meine, Simeone hat sich da so festgebissen, der hat mir abends so gesagt, der hat auch seine Ups und Downs gehabt bei Atletico. Und du hast immer gedacht, okay, jetzt reicht's dann aber auch mal irgendwie den Vorständen bei Atletico, dass sie dann irgendwann den Wahnsinnigen irgendwie zum Teufel jagen. Haben sie nicht. Er ist schön da geblieben und hat immer wieder neue Mannschaften geformt. Und das muss man ihm ganz klar zusprechen. So, das heißt, er hat so eine Durchgängigkeit, die man ja in der Bundesliga, ich sag's jetzt immer mal wieder, so ein bisschen vermissen lässt. Also so das Kontinuierliche, das haben sie hingekriegt bei Atletico. Und dementsprechend, Leipzig muss sich neu finden. Timo Werner ist weg. Adäquaten Ersatz sehe ich im Moment noch nicht. Das heißt, Atletico wird das Ding richtig gut gewinnen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, also ich meine, ich sage trotzdem, dass Leipzig natürlich eine Mannschaft ist, die mit einem, also ich glaube schon, dass Nagelsmann ein gutes taktisches Korsett schneidern wird. Und das ist halt eine Mannschaft, die können auch überfallartig mal kontern. Und natürlich Tempo spricht sicherlich auch für Leipzig. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wenn da so Atletico vorbeikommt mit den Jungs, die schon so viele Schlachten geschlagen haben. Also ich würde auch Atletico sagen, wobei Nagelsmann hat gegen Tottenham gezeigt, dass er eigentlich wenig Respekt hat. Aber Timo Werner, was meinst du, der wird denen schon fehlen, oder? Ja, voll. Also ich denke schon, das war eine tragende Figur einfach innerhalb der Mannschaft über einen relativ langen Zeitraum. Dementsprechend werden sie da garantiert, sie werden es merken. Und ich sehe nochmal, ich sehe keinen adäquaten Ersatz. Dementsprechend wird es eine harte Saison. Das darf man jetzt, glaube ich, nicht an einem Spieler festmachen. Nagelsmann ist gut genug und der weiß genug als Fußballlehrer, was er zu tun hat und wie er da reagieren muss und wie er vielleicht einfach nicht nur sich auf einen Spieler konzentriert, sondern wie er das ganze System umbaut, eventuell, ohne sich dann nicht treu zu bleiben. Aber das wird ein hartes Stück Arbeit und wir sind in der Vorbereitung noch. Dementsprechend, glaube ich, wenn der HSV 1-0 gegen Rostock gewinnt, dann wird es für Leipzig schwer werden. Aber lass uns mal gucken zu Atlanta Bergamo gegen PSG. Ja. Wie siehst du es? Also Paris hat ja nur zwei Spiele gemacht, die beiden Pokalendspiele in Frankreich. Yep. Gegen Saint-Étienne ist MAP richtig böse getreten worden. Also da ist noch nicht klar, ob er überhaupt spielen kann. Es gibt wohl eine kleine Chance. Ich glaube, die Hoffnung ist, man kommt gegen Atalanta so weiter und er ist dann in einem Halbfinale und Finale ist er wieder dabei. Das sah spielerisch noch nicht richtig rund aus. Also ich muss sagen, da ist Paris, man hat es bei Lyon gesehen, es kann trotzdem funktionieren, aber sicherlich nicht im Vorteil. Also wenn du 5 Monate eigentlich kein Fußball gespielt hast, das ist schon schwierig. Atalanta hat für mich eigentlich das Potenzial zur Überraschungsmannschaft. Ein großes Aber. Der Slowene Iličić, der ja der die 5 Treffer gegen Valencia erzielt hat, ist nicht dabei, ist zurück in Slowenien. Der hat wirklich ein Trauma davon getragen, von den schlimmen Bildern und Ereignissen in Bergamo. Die Toten auf der Straße und alles so. Der hat es nicht ausgehalten. Er ist nach Hause gefahren. Er muss in einem ganz tiefen Loch drin sein. Hat ihn wohl auch alles sehr, sehr erinnert an Szenen damals aus dem Bürgerkrieg, als er noch klein war, zu Hause. Und der wird nicht mitspielen. Da sieht man dann auch, dass die Psyche selbst von hochbezahlten Spitzensportlern eben nicht alles mitmacht. Und das ist halt ein Spieler gewesen, der den Unterschied machen kann. Ich finde, Atalanta ist eine der faszinierendsten, spannendsten, fantasievollsten Projekte, die es in Europa gibt. Ich finde Gasperini, so der als der alte, graue, weise Herr, der Trainer ist, finde ich super. Ich finde, dass es großens gut macht. Also mein Herz sagt, ich will gerne, dass Atalanta weiterkommt. Ich glaube, das ist ein Spiel, das Potenzial hat, in die Verlängerung zu gehen. Guck mal. Also ich bleib, wir hatten es ja ganz am Anfang schon mit Atalanta und da war ja Rosamundes Tipp, die kommen auf jeden Fall sehr weit. Und ja, genau, Rosamunde, genau. Und da bleibe ich bei. Ich bin mir ziemlich sicher, also ich sehe PSG im Moment noch nicht so stark, dann hat sich der Trainer auch noch den Mittelfuß gebrochen, dann Meinst du, Tuchel, das wird für ihn ein Problem sein, wenn er sich den Mittelfuß gebrochen hat beim Coaching von draußen? Ja, wird ein totales Problem, natürlich nicht. Aber irgendwie habe ich im Moment nicht das Gefühl, dass PSG auf der Höhe ist. Das ist noch nicht da, wo es hin muss. Aber auch nur gefühlt. Ich kann es nicht genau beschreiben. Dafür fehlt mir auch die Einsicht bei PSG. Bei Atalanta bleibt es eine Überraschungsmannschaft, so genauso wie du es gesagt hast. Und bevor ich mit gefährlichem Halbwissen einfach daherkomme und noch ist für mich PSG irgendwie so ein bisschen der blindeste Fleck eigentlich, wenn ich mir die ganzen Viertelfinalspiele angucke.
ob Manchester... Aber ich glaube zum Beispiel, also wenn Tuchel das nicht schafft, zumindest sagen wir mal ins Halbfinale oder ins Finale zu kommen, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass es das für ihn war. Wir haben ja drüber gesprochen. Ich finde, er ist ein herausragender Trainer. Aber für Paris zählt nur die Champions League. Und wenn du dir diesen Baum anguckst, ne, also Atalanta und dann im Halbfinale Atletico oder Leipzig, dann muss man schon sagen, das ist für Paris keine schlechte Auslosung. Und ich glaube, da wird es dann nachher auch die Scheiß nicht interessieren, ob die lange nicht gespielt haben. Also Halbfinale muss es mindestens sein. Also es geht da auch um Tuchels Zukunft. Ich sage mal Halbfinale Paris gegen Atletico, aber da sehe ich dann Atletico vorne. Also für mich geht Atletico auf dem Strang ins Finale durch. Das ist für mich der FC Barcelona im anderen Halbfinale. Weil, wie siehst du bei München gegen Barcelona? Ja, auf jeden Fall. Ich denke mir auch, man darf sich nicht so sicher sein. Die Bayern haben das gut gemacht gegen Chelsea, überhaupt gar keine Frage. Das war eine Demonstration. Auf der anderen Seite denke ich mir jetzt gegen Barcelona, eigentlich ist es ein Endspiel. Ich finde es gar nicht so richtig fair, dass es jetzt ein Viertelfinalspiel ist, weil FC Bayern gegen Barcelona wäre für mich das klassische Finale. Also für mich jetzt aus deutscher Sicht. Ja, also von den Namen her natürlich auf jeden Fall. Man muss auch sagen, also für die heute das erste Mal beim Podcast dabei sind, was man sich ja gar nicht vorstellen kann. Kann man sich null vorstellen. Nur zur Einordnung, ich bin alles, aber kein großer Bayern-Fan. Aber man muss sagen, in der Form, die Bayern hatten, auch zum Ende der Saison, waren sie eigentlich mein Top-Favorit, zusammen mit Manchester City. Die Frage ist, Chelsea war jetzt ein Aufgalopp. Das kann man jetzt, finde ich, noch gar nicht so richtig bewerten. Was hat diese Pause gemacht? War es ganz gut, um den Kopf freizuhalten? Es gibt andere, die sagen, Spielpraxis kann man durch nichts ersetzen. Also die Bayern sind eine richtige Duftmarke in Europa, das muss man wirklich sagen. Die andere Seite ist, Barcelona ist nicht mehr das Barcelona, was wir kennen. Trotz Messi, der am Freitag wieder stark war gegen Neapel, der aber natürlich auch, das muss man schon sagen, der spielt auf diesem Niveau jetzt seit 14 Jahren. Dass da auch irgendwann mal ein körperlicher Verschleiß dabei ist, das ist ganz normal. Es ist unglaublich, was der Mann für eine Karriere hingelegt hat. Dann hast du Suarez und Griezmann. Da würdest du sagen, die drei zusammen, das ist das Beste, was der Weltfußball vorne zu bieten hat. Man muss aber auch sagen, so gut hat das alles dieses Jahr nicht funktioniert. Und das ganz große Problem ist bei Barcelona, dass sie in der Rückwärtsbewegung Probleme haben. Busquets ist nicht mehr der er mal war. Piqué ist nicht mehr der er mal war. Sie haben Probleme gegen Tempo. Sie haben natürlich mit Ter Stegen einen der drei besten Torhüter der Welt hinten drin, gar keine Frage. Aber ich würde im Moment die Bayern als Favoriten sehen. Allerdings ist natürlich auch klar, wenn du einen Messi hast, dann bist du in keinem Spiel der komplette Außenseiter, weil der Mann allein kann ein Spiel entscheiden. Und von den Namen bin ich bei dir. Ist es eigentlich ein würdiges Champions-League-Finale? Ich sehe die Bayern aber deutlich vorne. Hast du leise Puh gesagt? Jetzt ja, gerade? Ich habe leise Puh gesagt. Also ich meine, ich bin immer noch, also wenn ich den Direktvergleich, ist Bayern, glaube ich, wahrscheinlich die homogenere Mannschaft. Das auf jeden Fall. Barcelona die besseren Einzelspieler, aber man wird es sehen. Also Messi kann alleine so ein Spiel entscheiden, du hast es völlig richtig gesagt, aber das denkt man immer auch bei einem Ronaldo und man hat gesehen, wo das hinführt. Also ja gut, aber der hat natürlich trotz allem geliefert in dem Spiel, der hat zwei Tore gemacht. Ne? Ja, total. Also man muss jetzt, guck mal, wenn wir mal die Aufstellung uns anschauen vom Spiel gegen Neapel, dann haben sie tatsächlich vorne gespielt mit Messi, Suarez und Griezmann. Dann haben sie im Mittelfeld in De Jong, der ja in Amsterdam als einer der größten Talente Europas gehandelt wurde, der aber so richtig in Barcelona irgendwie noch nicht angekommen ist. Dann hast du Rakitic, der ist sicherlich in die Jahre gekommen. Und das, was Barcelona eigentlich für mich große Sorgen bereiten muss, ist die Viererabwehrkette. Mit Nelson rechts, unerfahrener Mann, Piqué, der über den Zenit weg ist, Lenglet, der auch immer wieder einen Fehler drin hat, und Jordi Alba, der eher seine Fähigkeiten vorne hat. Also da muss ich ehrlich sagen, wird sich für Bayern, werden sich auf jeden Fall sicherlich Räume bieten. Für mich ganz interessant in Sachen Champions League in diesem Jahr ist natürlich auch Lewandowski, der von allen schon gehandelt wird als Weltfußballer, obwohl die Auswertung oder die Abstimmung findet ja dieses Jahr gar nicht statt. Er hat damals mit 4 Toren Dortmund gegen Real alleine erschossen im Halbfinale. Also er hat die Fähigkeit sicherlich, aber seit er bei Bayern ist,
in diesen Jahren, seit 2014, sind die Bayern 6-mal in einer K.O.-Runde rausgegangen. Und in dieser K.O.-Runde hat er, glaube ich, in den 12 Spielen Hin- und Rückspiel zusammen, er war auch häufig verletzt, hat er 3 Tore erzielt und davon noch einen von per Elfmeter. Und ich erwarte eigentlich von so einem Spieler, dass er in dieser Phase dann, jetzt kommen Barcelona, City und dann Atletico oder Paris, wenn es bis ins Finale geht, dass er dann auch Tore macht und entscheidet. Chelsea war da für mich noch eine Kategorie darunter. Aber es ist sicherlich, das muss man auch sagen, der beste oder gereifteste Lewandowski, den ich bei Bayern bisher gesehen habe. Das liegt nur daran, dass ja hier schon so oft gesagt, aber das liegt nur daran, dass er einfach rückwärts ist. Dass er ist erst den Nachtisch, dann den Abgang und dann genau, die Vorspeise. Das ist dein Lieblingsthema. Fängt er dann noch mit dem Espresso an, oder was? Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht, ich sag mal, noch ein viel wichtigeres Thema. Ist Piqué eigentlich noch mit Shakira zusammen? Also auf die Frage war ich jetzt nicht vorbereitet. Sagen wir mal so, die Auguren aus Barcelona melden nichts anderes. Sie sind noch zusammen. Ja. Also, sie sollen keinen Fehler machen. Ich meine, wenn du so eine Braut hast, dann solltest du das irgendwie auch dabei bleiben. Aber gut, lass uns mal zu einer anderen Braut gehen, zu Pep Guardiola. Wie ist es mit der? Also gegen Lyon muss es doch eigentlich eine klare Jacke werden, oder? Ja, also da würde ich auch einen klaren Sieg für City voraussetzen. Ist vielleicht gar nicht so, vom Rhythmus auch gar nicht so schlecht. Du hast jetzt direkt gegen Real, hattest du direkt ein Brett. Jetzt kannst du Lyon, ich glaube nicht, dass sie die unterschätzen werden, aber ich könnte mir vorstellen, dass das für City, also ich sagen wir mal so, gegen Juve hättest du mehr Körner wahrscheinlich gelassen und dann gegen Bayern oder Barcelona. Also City erscheint mir in diesem Jahr insofern ein absoluter Mitfavorit, weil in den letzten Jahren war es immer so, dass Guardiola einen Punkterekord nach dem anderen eigentlich brechen wollte in der Liga und man hatte dann den Eindruck, dass die Mannschaft so ganz zum Schluss, wie letztes Jahr gegen Tottenham im Viertelfinale, auch so ein bisschen ausgelaugt war. Jetzt war der Abstand gegen Liverpool so groß, dass du auch mal den einen oder anderen Spieler schonen konntest. Das hat Pep Guardiola sogar getan, ganz gegen seine sonstigen Gewohnheiten. Und ja, die Mannschaft wirkt irgendwie hungrig, sie wirkt frisch, sie wirkt nervenstark, dieses Trauma. Also Real, das war schon noch mal das war dann schon mal eine Hürde. Sie waren erst einmal im Halbfinale der Champions League, ich glaube vor 4 Jahren, da sind sie relativ seelenlos gegen Real ausgeschieden. Also für mich heißt das Halbfinale City gegen Bayern und das sind dann für mich auch die beiden besten Mannschaften im Wettbewerb. Und da ist dann auch die Frage, City hat seine Probleme hinten. Was kann Guardiola noch in seinem Wissen über die Bayern-Spieler mit reinbringen? Aber du hast es auch gesagt, also wir sollten jetzt mal Barcelona noch nicht abstreichen. Und Lyon, ich meine, wer Juve rauswirft, das ist auch sicherlich keine Laufkundschaft. Dennoch, ja. Für mich heißen die Halbfinals City gegen Bayern und Atletico gegen Paris. Das ist aber mega geil. Also wenn das dann irgendwie Pep wieder irgendwie mit den Bayern und dann Sané. Ja, Sané darf ja nicht. Das ist ja... stimmt. Mega Fail. Ja, stimmt, schade. Nee, der ist ja schon da und trainiert mit, aber mitspielen ja, darf er ja noch nicht. Ja, genau, nicht genau. Wie Werner ja auch nicht bei Chelsea, bei Leipzig. Der hätte ja bei Leipzig noch bleiben können. Das wäre ja möglich gewesen. Der hat sich auch dagegen entschieden. Okay, dann haben wir im Grunde genommen eigentlich alles geklärt. Richtung Champions League haben wir alles geklärt, genau. Richtung Champions League, dann gehen wir jetzt in die Werbung und dann würde ich sagen, gehen wir endlich dahin, wo wir eigentlich auch hingehören, nämlich in die Bundesliga. Aber erstmal gucken wir uns mal an, was du mit im Gepäck hast. Ja, unser Werbepartner, der uns treu geblieben ist, die MV Unternehmensberatung. Erstens sind wir dankbar dafür. Zweitens haben wir natürlich richtig Bock für einen großen Fußballfan des ersten FC Köln, das zu machen. Und drittens auch interessant für unsere Hörer, denn nach dieser ganzen Zeit, jetzt Corona, viele zu Hause, viele müssen sich umorientieren, viele umstrukturieren, ist das genau der richtige Partner, weil der einfach hört, was man selber kann, was man will und wo sind Vakanzen. Und das passt so oft, wie wir in Köln sagen, ja, wie Pott auf Deckel. Und guck einfach mal auf die MV-Unternehmensberatung, MV-Personalberatung, auch im Internet, Instagram, Facebook. Lasst euch da einfach mal sehen, denn die können euch wahrscheinlich sogar mehr helfen als ihr umgekehrt. Und wir sind froh, so einen treuen und potenten Werbepartner an unserer Seite zu haben. Voll. Und da geht ihr einfach mal tatsächlich hin, kann man sich super informieren und vor allen Dingen tatsächlich, wenn ihr auch nur irgendwie mal neue Tendenzen braucht, wenn ihr irgendwie ein neues Arbeitsumfeld braucht, dann einfach mal da drauf gucken und vielleicht eine neue Chance für euch ergattern. Danke nochmal fürs Dabeisein an die MV-Unternehmensberatung und gleich dann auch mehr vom 1. FC Köln. So, lieber Mike, jetzt müssen wir aber ganz kurz noch, auch wenn wir jetzt so ausführlich über die Champions League gesprochen haben, über die Europa League sprechen.
Ich bin heute Abend Stadion-Anker bei Inter gegen Leverkusen, freue ich mich richtig drauf. Leverkusen, sagt man ja immer, talentierte Mannschaft, aber dann reicht es nicht für den ganz großen Wurf. Inter nur einen Punkt in der Liga hinter Juve, klar, die haben vorher noch so ein bisschen den Stecker gezogen, aber Inter ist unter Conte wirklich gefährlicher geworden, haben vorne mit Martinez und mit Lukaku zwei Riesenstürmer. Wie siehst du das Spiel heute Abend? Also ich finde schon, dass Inter deutlich überlegen ist im Vergleich zu Leverkusen. Also Leverkusen wissen wir jetzt noch nicht so genau, wo sie stehen, logischerweise. Aber ich fand jetzt Leverkusen war ja so eine Geht-so-Mannschaft in der letzten Saison. Tabellenmäßig ganz okay. Allerdings trotzdem finde ich, ist es für Leverkusen, die ja immer Meister werden wollen, noch nicht da, wo man auch mit dem Trainer sein will. Ich glaube, es ist einfach für Inter jetzt auch mal an der Zeit, sich zu beweisen. Und du hast es völlig richtig erzählt. In Italien sind sie einfach nach wie vor eine Macht. Und ich sehe den italienischen Fußball momentan auch ein Ticken besser als den deutschen insgesamt. Inter auch die bessere Mannschaft mit den besseren Einzelspielern, aber auch homogener. Zumindest das, was ich hier in der vergangenen Saison gesehen habe. Jetzt weiß ich nicht, wie sie im Moment dastehen. Ob es da nochmal Verstärkungen gibt, die du vielleicht kennst, ich nicht. Man muss sagen, dass ich bin schon bei dir die Serie A in der Breite. Also wenn du siehst, vorne Juve, Inter, ja, auch Atalanta. Genau. Also die Bayern thronen natürlich bei uns über allem. Dortmund kann ein bisschen mithalten. Aber ich glaube schon, dass die Serie A wieder da ist. Was ja auch für Inter gilt, ist das erste europäische Viertelfinale seit 9 Jahren für Inter Mailand. Das muss man sich mal vorstellen. Und damals gegen Schalke 04 ausgeschieden in der Champions League. Überleg dir das mal, das hört sich an wie ein Märchen aus 1001 Nacht irgendwie. Aber ich glaube, Leverkusen, muss ich sagen, also wenn Havertz so ein bisschen ins Rollen kommt, ich finde, das ist so ein Modus auch für Leverkusen in einem Spiel. Im Pokalfinale waren sie letztlich gegen die Bayern unterlegen, aber sie hatten ihre Chancen. Also ich sage, das ist ein 50-50-Spiel, aber ich sage heute einfach mal aus deutscher Sicht, ich möchte, dass Leverkusen weiterkommt. Ich glaube, dass im Parallelspiel Manchester United gegen Kopenhagen, Solbakkens Rückkehr nach Köln im Übrigen, auch à la Bonheur mit Kopenhagen unter die letzten 8 zu kommen. Glaube trotzdem, dass Man United weiterkommt. Glaube, dass morgen Schachtja Donetsk gegen Basel weiterkommt. Und dann finde ich, gibt es ein richtig interessantes Spiel, Wolverhampton gegen Sevilla. Wolverhampton ist so eine portugiesische Band. Ich glaube, die haben einen portugiesischen Trainer, 6 portugiesische Spieler und Sevilla als 5-facher Sieger dieses Wettbewerbs. Das sind ja die Monstertiere. Also ich sage, es gibt ein Halbfinale, Man United gegen Sevilla und Leverkusen gegen Schachtja Donetsk. Ich sage Inter Mailand gegen Kopenhagen. Das wird nee, das geht ja nicht. Das geht ja dann nur, die spielen ja gegen Schachtja oder gegen Basel aus dem Spiel. Das ist der Pfad zusammen. Warte mal, ich muss mir ganz kurz nochmal hier das Ding, du hast völlig recht, nee, das funktioniert ja gar nicht. Aber ich habe jetzt hier... Nee, also du sagst, Inter kommt weiter, Kopenhagen kommt weiter. Kopenhagen kommt weiter, ja, Kopenhagen kommt weiter und... Schachtja oder Basel? Da würde ich sagen, es ist Basel. Boah. Und, okay, und Wolverhampton gegen Sevilla? Da wird es Wolverhampton sein. Okay, das heißt, du sagst 4-mal das andere als ich. Ja. Das heißt, deine Halbfinals heißen Inter gegen Basel und Kopenhagen gegen Wolverhampton. So sieht's aus. Das wäre mal, also da den Tippset Leute noch ausfüllen. Ich glaube, da kriegt man gute Quoten, wenn du dafür einen Fünfer heute setzt. Mein lieber Herr Gesangverein. Also bisher war es ja ganz okay. Also ich meine, wer sich auf mich verlassen hatte, hatte zumindest auf jeden Fall ein paar Groschen mehr. Ja, du hast ja 85-prozentige Quote. Das Einzige, wo ich sage, bei den Pokalwettbewerben hat es sich manchmal so ein bisschen verlassen, aber trotzdem. Ja, voll. Also wer jetzt neu dazukommt, Rosamunde ist ein Tippmonster und die 5 würde ich jetzt einfach setzen. Ich schätze mal, eine Quote von 10.000 Euro kommen nachher dabei raus bei den Spielen, die du gerade getippt hast. Das ist ganz okay, finde ich. Das kann man machen. So, dann gucken wir dann in die Bundesliga, würde ich sagen. Und Jadon Sancho ist heute Morgen mit ins Trainingslager. Und Dortmund hat gesagt, wenn bis heute die weit über 100 Millionen Offerte von Manchester United nicht eingetroffen ist, dann bleibt er in Dortmund. Ich glaube, da werden sie auch nicht dran rütteln. Sportlich musst du auf jeden Fall hoffen, dass er bleibt. Du kriegst ihn auch nächstes Jahr noch verkauft. Und nur ganz kurz gestriffen, weil das ja schon ein bisschen länger her ist. Ich fand die Generalkritik von Uli Hoeneß an Borussia Dortmund, also ich fand es eigentlich unglaublich, dass da nicht viel mehr Medien oder auch Aufschrei aus anderen Bereichen der Liga gibt, wo man echt sagt, also lieber Uli Hoeneß, du hast Dortmund planmäßig über all die Jahre
leer gekauft mit Hummels und Lewandowski und Götze. Du hast Anfang der 2000er die Angebote für Steffen Freund, für Stefan Reuter, Matthias Sammer so exorbitant hoch angesetzt, weil du wusstest, dass Dr. Gerd Niebaum noch Kohle drauflegt und Dortmund war fast pleite. Und jetzt wirfst du ihnen vor, dass sie junge Spieler entdecken, die Bayern gar nicht kennt und am Schluss springen sie bei Sancho und Bellingham immer auf den Zug drauf und wirfst ihnen vor, dass keine DNA ist, weil diese Spieler wissen, dass sie nach 3 oder 4 Jahren weitergehen. Also das finde ich schon grotesk. Ich schließe mich da Michael Zorc an, der 250 Millionen mehr in der Tasche hat, kann groß stinken, aber ich glaube, Hoeneß hat Dortmund jetzt so weit natürlich gereizt, dass sie Sancho jetzt eben deshalb auch nicht verkaufen werden. Ja, aber das du sagst jetzt gerade, dass die Medien da nicht viel mehr drauf angesprungen sind. Ich glaube, das ist völlig richtig, weil jeder Redakteur in jeder Redaktion, egal ob online oder print oder wo auch immer, im Radio, im Fernsehen, keine Ahnung. Selbst wir beiden Redakteure eines kleinen Fußballpodcasts, wir lassen doch in Wahrheit alle zusammen nur noch den Kopf auf die Platte fallen, wenn wir Uli Hoeneß hören. Also das ist ja pathologisch, das ist ja nicht mehr normal. Also das glaubt der nicht ernst, was er da erzählt. Und dass da überhaupt noch jemand drauf einsteigt, ich würde es einfach gar nicht mehr machen. Und ich glaube auch nicht, dass es was damit zu tun hat, dass Dortmund jetzt irgendwie so hart in der Sache Sancho ist, sondern ich glaube einfach, das hat auch wirtschaftliche Gründe und sie müssen auch letztendlich, ganz klar, sie müssen einfach, da haben sie einfach auch in Watzke einen guten, cleveren Rechner, das ist doch auch ganz normal. Ja gut, aber ich meine, also Dortmund macht auch Minus, Watzke hat gesagt, wir können 2-3 Jahre trotz Corona so weitermachen und durchhalten und dann muss man einfach sagen, Sancho hat im letzten Jahr, glaube ich, 40 Scorerpunkte gemacht, 20 Tore und 20 Assists, das ist eine absolute Waffe und wenn Manchester United, ich habe gehört, sie haben 84 Millionen geboten und Dortmund will 120, ja, dann würde ich ihn auch nicht verkaufen. Zumal, du darfst nicht vergessen, du kriegst nächstes Jahr noch Geld für ihn. Also das ist jetzt nicht, wo du dann sagst, boah, wir kriegen nächstes Jahr gar nichts mehr, wo du dann auch denken musst, wenn der sich jetzt im zweiten Training einen Kreuzbandriss zuzieht, kannst du das wirtschaftlich überhaupt vertreten? Also ich finde es gut, dass Sancho bleibt, weil das einfach ein Spieler ist, der auch die Bundesliga bereichert. Ich sehe ihn unheimlich gerne spielen mit seinem Tempo. Er muss halt noch ein paar Flausen aus dem Kopf rauskriegen, aber auf der anderen Seite, wir waren ja auch mal jung, Mike, ne, oder? Das ist noch gar nicht so lange her. Also bei mir leider schon. Du damals als Berlin, also als die Eisernen für mich 120 Millionen geboten haben damals. Ja. Als ich noch. Aber du wolltest ja nicht wegen dem Nachtleben dahin, ne? Ich wollte wegen dem Nachtleben nicht dahin und als Feuerwehr des SC Baden-Baden damals, es interessiert natürlich keinen, dass ich das mal war, aber ich war es safe. Da war es ganz klar, 120 Millionen. Für Berlin, für die Eisernen, das war einfach auch wahnsinnig viel Geld damals. Und ja. Aber du meinst jetzt nicht. Aber ich habe zu hoch gepokert am Ende. Aber für Max Kruse haben sie keine 120 Millionen ausgegeben, oder? Nee, aber was sagst du dazu? Also Max Kruse jetzt bei den Eisernen, bei Union Berlin, das ist doch irgendwie, was läuft da gerade bei Union Berlin? Die kaufen ein wie bekloppt und die kaufen. Ja, ich hab dir das, weißt du, wir haben letztes Jahr, du hast immer gesagt, ja, Union, so ein kleiner Verein. So klein sind die. Nein. Was? Nein, so klein. Ich bin doch voll Union. Ich habe doch immer gesagt, die steigen auf. Ich habe gesagt, die sind ja, aber die bleiben drin. Aber du hast doch immer so gesagt, ah, das ist so der Underdog. Und ich habe dir immer gesagt, die haben Kohle. Und das sieht man ja jetzt auch. Also es ist doch alles selbst erarbeitet, ist doch toll. Aber das ist nicht so dieses Armenhaus der Liga. Also die haben zum Beispiel viel mehr Kohle als letztes Jahr Paderborn. Und ich finde das schon für Union auch ein Quantensprung, so einen Spieler wie Max Kruse zu verpflichten. Das wollte ich damit nur sagen. Zu Kruse selbst. Ich glaube, es war intelligent von ihm, nicht zu Werder Bremen zurückzugehen. Und es war auch intelligent von Werder, ihn nicht zurückzuholen. Weil man hätte da etwas erwartet, was, glaube ich, nicht mehr zu leisten ist. Kruse hat ein halbes Jahr kein Fußball gespielt. Er war nie der Allerfitteste. Ich finde das schon auch ein Risiko für Union, muss man sagen. Ich finde es auch ein Risiko, weil Max Kruse ist sicherlich jemand, der sich nicht einfach so in eine Mannschaftshierarchie, also Union war ja eine demütige Mannschaft, einer für den anderen. Das wird schon interessant, weil er immer auf seinen Stationen natürlich auch gespielt und gefühlt seine Extrawürste hatte. Er ist eigentlich ein cooler Typ, aber er ist sicherlich auch kein einfacher Typ. Er kann aber, wenn er einigermaßen fit ist, natürlich in jedem Spiel den Unterschied machen. Und Union war ja letztes Jahr eh so ein bisschen Karo einfach, Ball nach vorne und dann wird schon. Jetzt hast du eine spielerische Note. Die andere Frage, ganz ehrlich, wird sein, wie sehr lässt er sich in Berlin ablenken? Weil das ist natürlich, wenn man Max Kruse kennt, seine Vorliebe für Pokerturniere auch mal wegzugehen, zu feiern, wobei er ja keinen Alkohol trinkt, ist Berlin natürlich die größte Herausforderung in Deutschland. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Vor allen Dingen die Spielbank da, die veranstaltet einmal im Jahr, glaube ich, die Poker-Weltmeisterschaft. Also und vielleicht hat er ja Glück und das fährt das Taxi vorbei, wo er damals die 70.000 hat liegen lassen. Vielleicht sind sie einfach nur unter den Vordersitz runtergefallen und er kann einfach mal drunter herfühlen.
Ja, also ich finde es, was hast du zu diesem Zurückrudern von Baumann, irgendwie, der sich dann irgendwie so ein bisschen in die Nesseln gesetzt hat, aber dann sagt er, nee, so meinte ich das ja eigentlich gar nicht, obwohl ich wollte jetzt auf gar keinen Fall auf Max Kruse los und so. Ja, weiß ich nicht, es ging ja nur darum, glaube ich, also er hat ja erst erklärt, Max Ambitionen waren andere und dann wurde er, glaube ich, gefragt auch so, was er dann damit meinte und so, und dann hat er gesagt, naja, vielleicht war auch die Faszination der Stadt Berlin und das kam dann irgendwie so an, als wenn er gesagt hätte halt, es geht nur um die Aktivitäten neben dem Platz. Baumann hat aber gesagt, das hat er gar nicht gesagt. Ich muss sagen, Frank Baumann hat letztes Jahr sicherlich viele falsche Entscheidungen getroffen, aber dass er ein Typ ist, der beleidigt nachtritt, also so habe ich ihn nicht kennengelernt, finde das ein sauberer Charakter und das sollte man jetzt auch nicht mehr draus machen. Also finde ich, das ist eine Nebelkerze im Sommertheater. Ist das Theater bei Schalke 04 eigentlich beendet? 5:1 Testspiel gewonnen gegen Osnabrück, musst du auch erstmal machen, keine schlechte Mannschaft. Ja, aber bei Schalke bin ich schon sehr, sehr skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war so dünn in der Rückrunde, erschreckend dünn. Klar, wenn du 5:1 gegen den Zweitligisten schlägst, dann kannst du jetzt erstmal sagen, du hast Hoffnung. Bei Schalke sind ja auch zu viele Baustellen noch, ne? Also du hast einen Uth und einen Rudi, die du eigentlich nicht mehr weiter beschäftigen willst, die du aber eigentlich teuer verkaufen müsstest, damit du irgendwie in den Kader investieren kannst. Also das heißt, du musst Spieler integrieren, die eigentlich selbst nicht mehr wollen und du hast keinen Bock auf die, obwohl sie spielerisch den Unterschied machen könnten. Du hast einen McKennie, den du vielleicht teuer an Southampton verkaufen könntest, der aber eigentlich das neue Gesicht von Schalke werden solltest. Du hast einen Harit, wo mir letztes Jahr jeder erzählt, dass der Einzige, der den Unterschied machen soll, der ist jetzt auch Verkaufsprojekt und du hoffst dann, dass andere Spieler, wie zum Beispiel ein Skripski oder so ein Jugendspieler, explodieren. Dann hast du einen Trainer, der komplett angeschossen ist. Wie soll der nochmal Aufbruchstimmung vermitteln? Finde ich echt schwierig. Und wie prekär das Ganze finanziell ist, das siehst du ja einfach. Du willst einen Schwolo von Freiburg und angeblich gegen 2 Millionen geht der zu Hertha. Ich meine, Schalke hat jahrelang Champions League und Europa League gespielt. Das muss ja fast ein Drama finanziell sein. Ich finde es ja auch ein Torwartproblem. Weder Schubert noch Fährmann sehe ich im Moment auf gehobenem Bundesliga-Niveau. Also ich glaube, das wird eine ganz schwere Saison für Schalke. Ja, sie haben ja den besten Torwart verloren, ne? Also das ist ja tatsächlich. Ja gut, das Thema haben wir jetzt schon so oft durchgekaut. Nein, aber es ist ja so ein bisschen zu erkennen, dass viele Vereine auf die Jugend setzen. Ich glaube eher notgedrungen, ne? Wenn du keine Kohle hast, dann sagst du. Aber für mich ist das Schwierige immer dabei, Mike. Wenn du eine gute Jugend hast, ja, dann setz auf die Jugend. Aber das heißt ja nicht, dass jeder, der Jugendbundesliga spielt, jetzt direkt ein Stammspieler in der ersten oder zweiten Liga wird. Also das kommt mir oft so vor. Ja, wir setzen jetzt auf die Jugend. Oh boah, jetzt hat einer einen Zauberstab gefunden. Für mich ist überzeugend, wenn du einen guten Kader hast und nimmst trotzdem immer 2, 3 dazu und sagst, das sind Spieler, die die Zukunft des Vereins bilden können. Jetzt, wenn du keine Kohle hast, plötzlich auf deine Jugend zu gucken, finde ich immer ein bisschen riskant, sage ich ganz ehrlich. Ist es total. Ich weiß, also im Moment wird es eben von einigen Vereinen ganz gut verkauft. Ich weiß nicht, ob es letztendlich dann auch dazu führt, dass es dann auch funktioniert. Beim HSV sind es, glaube ich, 7 Jugendspieler jetzt, die getestet wurden. Dann gibt es bei Schalke ja sowieso schon länger die Tendenz, aus der U19 und U23 Spieler hochzuziehen. Und bei du siehst halt, wenn du gerade das Ding auch sagst, ne? Ich meine, was habe ich gelesen? Da hast du heute jetzt einen Etat noch von 23 Millionen, Gehaltsobergrenze. Hand hat noch einen älteren Vertrag, der hat aber auch nur knapp 1,2. Und man ist an einem Stürmer dran und man kann sich Stand jetzt weder einen Terodde noch anscheinend einen Schäffler noch einen Payampalo leisten. Ja gut, da sage ich natürlich auch, also ich bin ja großer Terodde-Fan. Ich meine auch, wenn wir den in den letzten 2 Jahren gehabt hätten, wären wir aufgestiegen. Aber der scheint finanziell beim 1. FC Köln in einer anderen Dimension zu verdienen, obwohl er bei Gisdol keine Chance hat, kann der HSV sich das im Moment anscheinend nicht leisten. Daran siehst du 2 Sachen. Wenn du zum Beispiel 2 Jahre in der zweiten Liga spielst oder wie Schalke jetzt in 4 Jahren 3-mal nicht im Europapokal, da verlierst du in dem modernen Fußball unheimlich schnell den Anschluss und muss dann irgendwann notgedrungen auf die Jugend setzen, was einerseits gut ist, aber was auch zeigt, wie mittlerweile die Lücken in der Bundesliga und der zweiten Liga auseinanderklaffen finanziell. Ja, es kann dir aber auch passieren, dass du das in der ersten Fußball-Bundesliga immer so gerade noch geschafft hast, so wie der 1. FC Köln, und jetzt irgendwie so viele Verträge irgendwie an der Backe hast, die noch so lange gehen und die einfach so viele teure, du hast es gerade gesagt, irgendwie auch Terodde ist ja ausgestattet mit einem dicken Vertrag und auch mit viel Kohle,
da musst du auch erstmal kreativ werden und musst vielleicht auch Jugendspieler hochziehen, weil du dir gar nichts anderes leisten kannst und hoffen, im Fall jetzt von Horst Held, dass der eine an oder andere noch irgendwie verliehen werden kann, verkauft werden kann, selber einen Verein findet oder. Ja, da sind sie ja wohl im Moment auf keinem so schlechten Weg, aber die Frage ist, sie haben 33 oder 34 Spieler im Kader, die teilweise, wie du sagst, mit üppigen Verträgen ausgestattet wurden. Das ist sicher ein Kader, der in der Bundesliga mitspielen kann. Ich mache gar nicht sportlich die Kritik so an Armin Fee, der viele dieser Verträge gemacht hat, aber er soll wohl relativ teuer sein und das siehst du ja, du möchtest Uth unbedingt halten, kannst ihn dir aber eigentlich nicht leisten oder du verkaufst oder verleihst ein paar andere Spieler. Uth war für mich einer der kreativsten im letzten Jahr. Ich verstehe total, dass der 1. FC Köln ihn halten oder wieder zurückholen möchte, weil wenn ich mir sonst den Kader angucke, du hast meiner Meinung nach tatsächlich ein Torwartproblem, kommen wir vielleicht auch noch kurz drauf. Du hast eine Abwehr, die sich, finde ich, im letzten Jahr noch erstaunlich gut geschlagen hat, wo aber nicht so viel Tempo drin ist. Du hast natürlich mit Córdoba und auch Modest einen Bombensturm, aber du hast im Mittelfeld sicherlich jetzt auch nicht so viele spielerische Elemente und deshalb würde ein Uth schon gut zu Gesicht stehen, aber du hast im Moment halt auch kaum Handlungsspielraum, weil du keine Kohle hast. Auch das ist dann sicherlich ein Verein, siehe auch Werder, der Probleme hat, seine Mannschaft adäquat zu verstärken. Und zudem ist Córdoba ja im Grunde genommen so gut wie weg, ne? Also das ist ja nicht sicher, dass der überhaupt noch so. Ja, was heißt so gut wie weg? Aber ich habe jetzt gehört, Everton hat zum Beispiel Interesse angemeldet. Everton ist ein ambitionierter Mittelklasse-Club in England. Da wird gut bezahlt. Klar ist Córdoba sicherlich ein Verkaufskandidaten. Da musst du natürlich dann musst du überlegen, kriegst du vielleicht für den, kann ich mir schon vorstellen, irgendwas zwischen 30 und 40 Millionen. Damit kannst du dann sicherlich in Deutschland 5, 6 richtig gute Spieler kaufen. Und so bitter dieser Weggang wäre. Ja, so musst du im Moment handeln. Aber gut, da ist natürlich Horst Held letztlich auch erfahren und clever genug, um das einschätzen zu können. Aber Córdoba würde natürlich eine Riesenlücke reißen, das ist gar keine Frage. Und ich habe es gerade eben gesagt, ich bin mir halt nicht so ganz sicher. Ich war ja eigentlich früher immer, ich muss sagen, ich fand Timo Horn immer einen guten Keeper und ich fand ihn vor allen Dingen auch einen guten Typen. Ich habe dann aber auch gesagt, ich finde, dass er in den letzten 2, 3 Jahren wirklich stagniert hat und sich nicht weiterentwickelt hat, war vielleicht dann auch ein bisschen Komfortzone in Köln selber. Also ich meine damit, wenn du vielleicht mal, du bist immer der umhätschelte Jugendstar und ja, er steht natürlich schon auch im Fokus bei den Fans. Sehr, sehr unsachliche Kritik teilweise auch. Aber da gehst du natürlich auch mit einem gewissen Ballast in die Saison. Jetzt könnte sich natürlich Chance oder Risiko zugleich mit Ziele einer Alternative auftun. Es ist ja klar, du kannst jetzt keinen holen, der per se schon besser ist als Horn, weil dann hast du ihn komplett enteiert, weil sie haben sich ja festgelegt, Horn als Nummer 1 spielen zu lassen. Wobei bei Zieler hat echt eine schlechte Saison in Hannover gespielt. Das kommt ja nicht von ungefähr, dass er da ausgemustert würde. Übrigens auf unmögliche Art und Weise von Martin Kind. Also ich weiß gar nicht, ganz was das furchtbar soll. Ja. Also da verstehe ich Martin Kind nicht. Letztes Jahr erzählte, das ist der Hoffnungsträger und alles. Und jetzt sagte, wir hätten nie holen dürfen. Sag doch einfach, die sportliche Leitung hat sich für was anderes entschieden. Was soll das? Für Esser, genau. Esser ist aber ein sehr guter Mann. Sehr, sehr guter Mann. Sehr guter Mann, ja, ja. Aber ja. Aber das dieses Karussell, das glaubt ja irgendwie keiner. Aber wie gesagt, ich meine, du hast damit Horn und Zieler zwei eigentlich gute Namen in der Liga, aber jeder hat so seine Probleme. Mal gespannt, ob die sich gegenseitig pushen können oder ob das eher eine Baustelle bleibt im Tor. Naja, also ich finde auch ziemlich reulich, wie sie ihn dann irgendwie vom Hof gejagt haben. Das funktioniert so gar nicht, vor allen Dingen wieder öffentlich irgendwie so. Das ist irgendwie so das Schlimmste überhaupt. Im Garten eines Krankenhauses, also ganz ehrlich. Ja, das ist jemand, das ist wer bezeichnet. Das ist ja die Frage, wer da hingehört. Aber das ist ja wirklich nicht zu fassen. Und dann hast du dir vielleicht einfach auch als Spieler dann irgendwie deine Zukunft aufgebaut. Und also ich will's, also das Persönliche will ich überhaupt komplett rauslassen, weil das finde ich saumäßig. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Also so einen Zieler jetzt zu holen, warum? Why? Also erschließt sich mir jetzt total überhaupt gar nicht. Du hast es gerade gesagt, Timo Horn, dass der einfach mal jemanden im Rücken braucht, wo einfach klar ist, Timo, pass mal auf, wäre mal ganz gut, nochmal eine Runde extra zu laufen. Ja, Mike, du musst aber jetzt natürlich auch überlegen, wer macht das denn? Also Held und Gisdol haben gesagt, Horn bleibt unsere Nummer 1. Das ist jetzt erst meine Aussage. Ja, so. Und dann sagst du, du möchtest aber jemand haben, der den Konkurrenzkampf anheizen kann. Das konnte Kessler letztes Jahr nicht. Und der in dem Moment auch direkt Bundesliga spielen könnte. So, wer macht das denn jetzt als 2 zu kommen hinter einem Torwart, der letztes Jahr nicht so eine gute Saison gespielt hat? Jetzt kommt Zieler aus einer Situation. Der ist in Hannover total auf dem Abstellgleis.
und hat aber nachgewiesen in der Vergangenheit, dass er Bundesliga spielen kann, obwohl er, wie gesagt, letztes Jahr keine gute Saison gespielt hat. Jetzt weiß ich auch nicht, wie das finanziell ist. Vielleicht sagt Hannover, pass auf, wir zahlen noch ein bisschen vom Gehalt weiter und ihr übernehmt was, ist trotzdem billiger als das, was wir dann haben. Also wie man auf den Namenszieler kommt, das kann ich schon nachvollziehen. Ich sehe Chancen und Risiken bei den ganzen Sachen, aber im Moment muss ich sagen, bei der Form, die beide im letzten Jahr hatten, finde ich, ist es dann fast eher Risiko. Was ich schlimm finde, ist tatsächlich wirklich so ein bisschen der ganze Hate-Wahnsinn in den sozialen Netzwerken. Wenn du das so anguckst, einmal quer gelesen zu dieser ganzen Personalie und dann aber auch jetzt explizit zur Personalie Zieler, da hast du dann wirklich irgendwie wirklich diesen ganzen Shitstorm, vor allen Dingen betreffend an Herrn Menger, ja, den Torwarttrainer, der dann irgendwie sein Fett andauernd abkriegt, so nach dem Motto, ja, den Horn hat er nicht hingekriegt, warum soll er denn jetzt den Zieler hinkriegen? Also da ist ja irgendwie dieses ganze Torwart-Gemengenlage ist jetzt irgendwie zumindest mal, was die sozialen Netzwerke und die sozialen Medien angeht, nicht besonders berühmt alles. Und das hat natürlich, klar, wir wissen alle, wie die funktionieren, aber trotzdem finde ich die ganze Diskussion darum erstmal ziemlich unsäglich, weil ich denke, okay, da hat jeder erstmal eine Chance verdient. Auf der anderen Seite, die Personalie habe ich jetzt auch nicht wirklich so richtig nach wie vor. Ich verstehe es immer noch nicht. Du hast es mir versucht zu erklären, aber ich denke mir dann, okay, Druck kann ich auch irgendwie anders aufbauen oder vielleicht mache ich aber auch so einen Timo Horn auf eine andere Art und Weise stark. Vielleicht ist es, ich finde es halt sehr oldschool. Weißt du, was ich meine? Ich finde es ja, oldschool, also dann irgendwie jemanden zu holen, der mal ein guter Keeper war. Jetzt im Moment, ja gut, aber das ist ja jetzt eine Chance auf dem Transfermarkt, die eigentlich so nicht zu sehen war, weil ja niemand damit gerechnet hat, dass Ziele ausgemustert wird. So, und wenn du sagst, wir bauen auf Horn, das muss ja der Verein wissen, ob sie sagen, wir kriegen den nochmal so hin. Und man kann sicherlich auch darüber sprechen, ob, ich meine, Menger ist ein Torwarttrainer, der hat schon bei 3 oder 4 Bundesligisten gearbeitet, hat natürlich in Köln auch aufgrund seiner unglücklichen Spielervergangenheit sicher einen schwierigen Stand. Horn hat sich einfach nicht weiterentwickelt. Ich glaube, das kann man so sagen. Und dass sich dann Kritik entzündet, das darf auch sein, aber ich meine, da müssen wir ja nicht drüber reden. Dieses unsäglich unter einem Pseudonym im Internet dagegen Leute schießen, da müssen wir überhaupt nicht reden. Die andere Frage ist, hättest du jetzt dich zum Beispiel um jemanden bemüht wie Schwolo, wäre die Frage gewesen, hättest du den überhaupt bekommen, weil warum sollst du vielleicht von Freiburg jetzt bei Hertha, verdient er sicher mehr Geld, die haben europäische Ambitionen, warum sollte er da hingehen? Aber dann hättest du ja direkt einen geholt, der eigentlich per se eine Nummer 1 ist. Also dieses Anforderungsprofil ist nicht ganz so einfach. Ich kann verstehen, dass man sich damit beschäftigt. Ich sehe es trotzdem als Problemzone, aber ich glaube, da müssen wir jetzt einfach abwarten. Das lohnt sich jetzt nicht über eine noch nicht mal abgeschlossene Personalie, länger jetzt darüber nachzudenken, wie wir jetzt gerade über Jadon Sancho nachgedacht haben. Dann lass uns über eine Überraschung noch ein bisschen quatschen. Und zwar, ich finde es eine Überraschung, Sebastian Hoeneß ist Trainer bei Hoffenheim und hat gute Arbeit geleistet, Bayern München 2. Definitiv. Drittligameisterschaft gewonnen, alles gut. War das jemand, den du auf dem Zettel hattest als Trainer bei Hoffenheim? Also ich meine, es gibt ja eine Verbindung zwischen Uli Hoeneß und Dietmar Hopp. Und da gibt es überhaupt ganz gute Drähte zwischen Hoffenheim und Bayern München. Wurde das dann irgendwie so über dieses Kreuz eingefädelt oder was meinst du? Ich finde die Karriere von Hoeneß selber interessant. Ne? Also aufgestiegen von der 4. in die 3. Liga ist Holger Seitz damals noch. Dann wurde Hoeneß installiert. Da haben viele schon so ein bisschen Vetternwirtschaft gewittert. Ich habe die Bayern 2 letztes Jahr häufiger gesehen. Also muss man sagen, spielerisch eine fantastische Fußballmannschaft. Das hat echt Spaß gemacht, denen zuzugucken. Klar, jetzt kannst du natürlich auch sagen, wenn du aus dem Bayern-Campus kommst, dann sollte man spielerisch auch erwarten. Aber was ich interessant fand, die haben am Anfang sehr viel Lehrgeld bezahlt. Da wirkt der Hoeneß teilweise auch in den Interviews noch ein bisschen kurz angebunden und sowas. Und je mehr die Mannschaft so diesen Männerfußball in der 3. Liga adaptiert hat, auch so souveräner wurde er auch an der Linie, hat einen sehr attraktiven Fußball spielen lassen. Ich glaube, da ging es halt auch ums Anforderungsprofil. Und Hoffenheim sagt ja immer, sie wollen junge Spieler auch entwickeln. Wenn du Drittligameister geworden bist und hast so gut mit diesen Spielern zusammengearbeitet, ja, der Name Hoeneß passt dann. Ich wäre am Anfang nicht auf ihn gekommen, auf den Namen. Also als ich ihn dann gehört habe, habe ich gedacht, das könnte passen. Klar, Hoffenheim und Bayern, die haben traditionell gute Verbindung, wobei es ja letzt da Ärger gab, weil die Bayern, wo 2 Jugendspieler mit viel Kohle abgeworben haben sollen. Aber insgesamt könnte das passen. Letztes Jahr haben sie Schreuder geholt, der hat einen defensiveren Ansatz, wurde trotz Platz 7 entlassen. Jetzt sind sie 6. geworden, wollen wieder Hurra-Fußball spielen. Also ich denke, das passt. Puh. Ich finde es ganz gut übrigens, einfach deshalb, weil die Tendenz weiter junge, überraschende Trainer nach oben zu ziehen und an denen auch eine Chance zu geben, sich weiter fortsetzt. Also so ein bisschen eine Modernisierung des Fußballs.
Also du hast nicht schon wieder tatsächlich irgendwie jemanden so Richtung 60, der dann anfängt, nochmal einen Fußballverein zu übernehmen, sondern man setzt auch da auf die Jugend eigentlich eine ganz geile Tendenz. Wie würdest du es sehen? Also wir starten ja nicht allzu lange mehr, bis die Bundesliga wieder startet. Und da gibt es jetzt irgendwie dann tatsächlich auch nochmal so über die Überlegungen, mit Publikum oder wie viel Publikum oder ohne Publikum. Es wird spannend werden, weil die ganzen Transfers noch nicht so richtig fix sind. Dann die Trainingslager, die jetzt überall am Start sind, die Testspiele. Gibt schon irgendwie so eine Mannschaft, wo du sagst, hey, boah, da ist so richtig gearbeitet worden. Na, guck mal, die meisten haben jetzt erst so in der letzten Woche angefangen, am Wochenende. Also wir haben jetzt noch 5 Wochen bis zum Saisonstart. Das ist schon noch eine ganze Menge. Also sogar, glaube ich, mehr als 5,5 Wochen. Ich denke mal, da müssen wir die nächsten 2, 3 Wochen noch abwarten. Ich finde es ganz gut. Wir können ja hier im Podcast auch, wir haben jetzt noch 2 Wochen Futter mit Champions League und Europa League. Zwischendurch können wir immer wie heute einfach da drauf gucken, was sich so entwickelt hat. Aber da musst du schon noch warten. Also Transfermarkt, merkst du ja, tut sich noch gar nichts. Transferfenster ist bis zum 5. Oktober auf. Ne? Da wird es sicher so Domino-Effekt geben. Irgendwann kaufen die Großen und dann können die Kleineren irgendwann auch mitkaufen. Sehe ich bisher überhaupt noch gar nichts. Gradmesser ist sicherlich jetzt auch, wie Bayern und Leipzig zum Beispiel in der Champions League spielen. Interessant finde ich das übrigens, jetzt sind ja die Spielpläne vorgestellt worden. Also ich habe das Gefühl, Dortmund gegen Gladbach, das habe ich jetzt schon 10-mal als erstes Spiel in einer Saison gesehen. Auch, dass Bayern wieder früh auf Schalke trifft, das habe ich schon gesehen. Aber dafür ist es noch zu früh. Ich würde sagen, wir fangen dann mal wieder 3 Wochen vor der Saison, wenn wir das letztes Jahr gemacht haben, dass wir uns immer so einen 6er-Pack Mannschaften vornehmen mit unserer Saisonprognose, die bei dir ja im letzten Jahr erstaunlich gut schon war, muss man ehrlich sagen. Die Saisonprognose? Ja, jeweils ja. Mit den Tipps. Ja, aber jetzt haben wir auch tatsächlich wieder so einige Mannschaften, die wieder zurück sind in der Bundesliga. Eins würde ich ganz gerne noch kurz mit dir ansprechen wollen, und zwar die Situation in Uerdingen. Zwar 3. Liga, aber da gibt es ja dann doch so einen Fußballweltmeister, der selbst da irgendwie keine Chance mehr hat. Hast du da mal so ein bisschen hingeguckt auf Uerdingen? Ich gucke da immer mit einem Auge hin und denke mir so, die hatten mal irgendwie einen Lauf, die haben auch irgendwie tatsächlich mal angefangen, wahnsinnig viele bekannte Fußballer einzukaufen, und dachte man so, wow, okay, was geht denn da? Und jetzt sieht es zum Beispiel einfach auch für Herrn Groß Kreuz ganz finster aus. Ja, 2 Sachen dazu. A, Uerdingen hat mit viel Geld es in die 3. Liga geschafft. Sie hatten sehr wenig Geduld und wollten schnell in die 2. Liga, haben aber keine Heimat, also kein Stadion, weil die Grotenburg umgebaut wird. Man hat es versucht mit vielen älteren, teilweise sagen viel auch abgehalfterten Stars. Es gab immer viel Unruhe um die Personalwechsel. In diese Kategorie, glaube ich, gehört Großkreuz auch. Sie haben jetzt viele junge Spieler verpflichtet. Ich glaube, einen ganz interessanten Kader. Und so Großkreuz selbst. Eigentlich schade, weil ich finde, immer ein guter, geradeaus Typ gewesen, der aber, glaube ich, selbst so ein bisschen nach der Station in Dortmund so ein bisschen die Leitplanken verlassen hat, seiner eigenen Karriere. Das war ein Spieler, der hat zum Vollgasfußball von Löw von Klopp total gut gepasst, war ja dann auch mit in Brasilien. Da fand ich sogar schade, dass Löw dann Mustavi eher Großkreuz vorgezogen hat, obwohl der in der Champions League als Verteidiger richtig gut gespielt hat. Aber das ist 6 Jahre erst her. Und danach in Stuttgart Mitläufer, in Uerdingen Mitläufer. Ich glaube, wenn du so hoch gespielt hast wie er, dann verstehst du irgendwann auch nicht mehr, obwohl er sich immer eingesetzt hat. Er hat sich immer weiter dem Niveau darunter adaptiert, angepasst. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich würde an seiner Stelle jetzt aufhören, bevor es dann noch eine Stufe runtergeht. Eigentlich schade. Auf der anderen Seite, Riesenkarriere gehabt als Dortmunder Junge. Brauchen wir jetzt auch nicht in Mitleid zu verfallen. Und Kevin Großkreuz, ich wünsche ihm alles Gute. Guter Typ. Puh, guck mal, da haben wir jetzt irgendwie einen Sag mal, was Ansatz. Haben wir jetzt? Wir haben eine Stunde. Du bist ja heute gar nicht zu bremsen eigentlich. So, man sieht, du hast die Sommerpause zum Akkuaufladen genutzt. Ja, nicht nur das. Ich bin total auf Entzug gewesen jetzt irgendwie die ganze Zeit. Also wir haben gut gesprudelt heute, ne? Der Geysir und die Feuerwehr. Ja, voll. Ich finde, wir haben jetzt irgendwie innerhalb von 1 Stunde mal komplett den Durchmarsch gemacht von Champions League, Europa, Fußball bis zur 3. Liga auf links gezogen. Komplett einmal durch. Und ich entlasse dich gerne mit einem Satz, den ich ganz besonders gerne mag. Und dann darfst du wieder raten, von wem er ist. Aber es ist eigentlich relativ einfach. Und der geht so. Teil eines Teams zu sein, das allen gehört, gibt mir ein gutes Gefühl und lässt mich Frieden mit mir schließen. Meistens ist es besser als Sex. Es dauert länger. Und wenn alles den Bach runtergeht, kann es nicht nur dein Fehler sein. Ich habe den irgendwo so ähnlich gelesen, aber ich habe schon wieder vergessen, von wem war. Aber der Satz ist ja grandios. Also das muss man ehrlich sagen. Von wem ist er? Nein, das ist natürlich von the one and only. Wir haben ihn gefeiert heute schon, Andrea Pirlo.
Ist das geil. Vor allen Dingen, mir gefällt der Nachsatz. Wenn alles den Bach runtergeht, ist man nie alleine schuld. Ja, kann es nicht nur dein Fehler sein, oder? Ja, ist sensationell, sensationell. Geil. Wir haben mit Pirlo haben wir früh angefangen. Ich habe praktisch fernmündlich von Köln nach Hamburg mit dem deutschen Ausgabe von Andrea Pirlo gesprochen. Und wir enden mit Andrea Pirlo. Herrlich. Herrlich. Ja. Also, wär's nicht so früh, würde ich mir jetzt einen Wein aufmachen von seinem eigenen Weingut. Er ist ja auch ein Weinliebhaber. Ist er? Ja. Hat einen eigenen Weingarten. Okay, alles klar. Warte mal. Tut mir furchtbar leid. Wir müssen aufhören. Ich muss kurz in den Garten. Ich habe da so eine Rebe irgendwie draußen. So eine alte italienische Rebe. Die muss dringend, so eine Chianti-Rebe. Die muss unbedingt hier in den Boden rein. Und der Bart muss noch gestutzt werden. Ich sehe schon aus wie Pirlo. Also das und eins muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn man mit dir in den Ring steigt, mit Mike Pirlo, dann braucht man Eier. Wir brauchen Eier. Ciao, Bella. Ciao, Bello.